Die Entwicklung der neuen Medien wird immer rasanter. Damit steigt auch der Konkurrenzdruck auf dem Immobilienmarkt. Für Makler ergeben sich neue Herausforderungen. Wie kann man sich im Zeitalter von Internet und iPhone von der Masse abheben? Welche Strategien garantieren eine erfolgreiche Immobilienvermarktung? Am Beispiel des Immobilienmaklers Tim Grebe wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Vermarktungsstrategien optimieren können. Grebe ist seit 14 Jahren mit der Firma Grebe Consult in Zossen bei Berlin ansässig und hat sich auf den Verkauf von Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen spezialisiert. Sein Ziel? Ein Rundum-Service für Auftraggeber und Kaufinteressenten. Neben den üblichen Telefonaten und regelmäßiger Datenbankpflege heißt das vor allem, ständig unterwegs zu sein. Denn trotz der größer gewordenen Vermarktungsmöglichkeiten im Internet ist Mobilität und der persönliche Kontakt zu den Menschen immer noch das A und O des Maklerberufs. Ob Kundengespräche, Objektbesichtigungen oder Hausbesuche, für den erfolgreichen Makler gehen die Arbeitszeiten deutlich über das normale Pensum hinaus. Okay, Herr Grebe, dann schreiten wir zur Tat. Was brauchen Sie von mir noch? Da brauche ich dann hier von Ihnen eine Unterschrift. Ist die Immobilie erst einmal akquiriert, geht die Arbeit erstmal richtig los. Für den Makler bedeutet das vor allem, die Immobilie mit geeigneten Mitteln so gut in Szene zu setzen, dass erste Interessenten oder Kunden nicht lange auf sich warten lassen. Eine Möglichkeit neben aussagekräftigen Exposés und professionellen Fotos: der Objektfilm. Er ergänzt das Exposé der Immobilie und macht es noch ansprechender. Wie viele andere Maklerkollegen auch, veröffentlicht Tim Grebe die Objektvideos neben Immobilien-Scout24 noch auf Google und in 4 weiteren Videoportalen. Damit nutzt er das volle Potenzial der Online-Vermarktung, eine Strategie, die sich auszahlen kann. Denn mit den neuen Möglichkeiten des Internets können neben den klassischen auch neue Zielgruppen erschlossen werden. Was diese vom Makler erwarten und welche Faktoren ihren Erfolg noch optimieren können, das erfahren Sie in der nächsten Folge.